Weißt du, wo ich dich sehe, Digga? Einen schönen Raub, Digga. Ein Raubüberfall mit einer Geiselnahme. Das trau ich mich nicht. Davon? Nein, das trau ich mich Doch, das traust du dich, Digga. Moment, hör mir mal zu. Hast du schon eine Maske? Du wirst die Verhandlungen mit der Polizei machen, Digga. Du brauchst keine Waffe. Ich übernehme das mit dem Waffen, ja? Das finde ich gut. Ich mach die Verhandlungen. Wunderbar. Du machst die Verhandlungen mit der Polizei. Hast du eine Maske? Ja, aber das heißt, dass ich die Gangster bin. Ja, wir machen das zusammen. Zivil. Ohne Fraktion, ohne nichts mehr. Ich will dir Unschuldige sagen. Echt, du, Rick, da sehe ich uns. Und den nehmen wir als Geisel. Da kann er sich schon mal in der Mutprobe als Geisel stellen. Verdammte Kacke, ich hab Angst. Nee, meinst du, die erkenne mich nicht an die Stimme? Nein. Auf gar keinen Fall. Du kannst ja deine Stimme ein bisschen verständigen. Wie denn? Das glaubt mir doch keiner. Mach mal eine weibliche Stimme. Vielleicht kriegst du das hin. Hallo. Ja? Ich bin neu in die Stadt. Ja? Ich bin die kleine Flietchen. Okay, das wird nichts. Das wird nichts, Digga. Verstehe, das wird nichts. Maximilian, mach du mal eine andere Stimme, versuch mal. Okay, das war ein Zug, Junge, der gerade einfährt. Das war ja maximal peinlich. Mach du mal eine andere, Harry. So. Ich kann alles machen, Digga, wie du willst. Ich kann auch die Soße machen. Yo, verdammte Scheiße, was soll das, Mann? Verdammte Scheiße. Yo, yo. Olaf, er ist mein T-Bag, yo. Ich muss immer mit ihm abhängen, yo. Wunderbar, so machen wir das. Wunderbar, so machen wir das. Und ich bin die kleine Theoline. So, alle einsteigen, Digga. Okay, wunderbar. Moment, Digga, hast du Waffen dabei? Rick, ich hab keine Waffe dabei. Ich hab eine Pistole. Hey! Hey, Jungs! Hey, Jungs! Vergesst mich nicht! So, was macht ihr denn? Du kleiner Vollidiot, wie wär's denn, wenn du dich mal anschneiden würdest, Digga? Verdammte Kacke, Junge, warum fährst du denn so, dass ich aus dem Fenster fliege? Weil du nicht eingestellt warst! Wunderbar. Wunderbar, zeig mal, ja? Deine Wangen schauen aus, Mann. Diese Wangen. Okay, wunderbar. Das ist eine gute Maske, Digga, jalla. Okay, es geht los, der große Überfall geht jetzt los! So, steig ein, Digga. Oh, verdammt, das ist eine ganz andere Bank. Verdammte Kacke. Ich war in der Kinderbank das letzte Mal mit Nobert. Ich zeig dir mal was. Mit Nobby war ich in der Kinderbank. Oh, Kacke, jetzt hab ich aber Angst hier. Hast du eine Ahnung, ich mach's doch nicht. Aufreiben wirst? Mach alleine dein Scheiß. Ja, entspann dich mal, wir machen ja noch nichts. Ich will dir nur was zeigen. Komm mit. Das ist Dortmunds größte Bank, die Zentralbank, ja? Shit, Junge. Komm mit. Bruder, wir haben nicht mal eine Geisel, wir wollen hier. Hast du gestartet? Starte mal. Wo ist denn der andere Clown? Unsere Geisel. Die Geisel sind auf dem Weg, Digga. Starte. Okay, ich hab gestartet. Nicht starten, Junge! Hast du gestartet? Ich hab gestartet. Okay, du bleibst hier. Rick, gib mir deine Pistole. Deine Pistole brauche ich. Ich hab nicht mal eine Waffe, Bruder. Du hast eine Pistole. Nur eine Pistole? Ja, gib sie mir. Ich hab eine Pistole. Hier. Ich kann dir auch eine geben. Nee, du brauchst die Pistole selber. Komm mit. So, Rick, du bleibst hier und du sagst mir im Funk Bescheid. Junge, ihr reitet mich wieder nur in die Scheiße mit eurem Dreck. Ich muss meine Maske anziehen. Wie viel Geld gibt es denn hier? 1,6 Millionen. Okay. Wenn wir erfolgreich rauskommen, ja? Rick, dann kaufen wir dir für unten eine kleine Prothese. Komm! Was? Jalla, komm mit, Digga. Und ich vertraue dir da blind, ja? Wenn ich wegen dir in den Knast komme, Digga. Du wirst die Verhandlungen, die letzte Geisel, wirst du für freies Geleit anfordern, ja? Mit den anderen kannst du machen, was du willst. Bist du Maximilian? Okay, wunderbar. Ich bin Maximilian. Wer bist du? Was bist du denn für einer auf einmal? Wo kommst du denn her? Bist du Kunde hier in der Volksbank? Warst du kurz auf dem Knickknackkonto oder was? Wer bist du hier? Ist hier Weltspartag? Ich bin El Capo Pablo. Ja, wunderbar. Trifft sich gut. Nimm den als Geisel, Junge. Das ist eine echte Geisel. Das ist noch besser. Du wolltest das Geld abheben, du kleine Fotze. Das ist eine echte Geisel. Nimm den doch. Gib dein Hände hoch, Digga. Wunderbar. Eine echte Geisel haben wir nämlich hier. Du machst hier, was wir sagen. Das ist ein Überfall, Junge. Ey, ich fessel dich jetzt, ja? Entspann dich. Bleib an der Wand. Echte Geisel. Oh nein. Entspann dich. So, Kabelbinder sind dran. Seid ihr Fake-Geisel? So, du kommst jetzt mit. Nee, ich höre ihn hier gut. So. Wie war dein Name? Davon fragen, wie du heißt. Ich bin. Ach so, ich muss kurz überlegen. Der darf ja nicht wissen, wie ich heiße, ne? Nein, auf gar keinen Fall, Digga. Auf gar keinen ich Fall. Ich bin. Theodor! Theodor, ich nenne dich Theodor. Das ist mein Name. Und hör zu, wie ich heiße, Digga. Ganz wichtig, ja? Wie heißt du? Ich höre zu. Ich heiße Tanzverbot. Tanzverbot und Theodor. Genau. Das ist unser Name. Tanzverbot, Mann. Einfach so, Digga. Ich habe den Namen jetzt so erfunden, ja? Ach so. Und bei der Polizei erwähnst du genau diese Namen, ja? Hast du mich verstanden? Ja. Okay. Wunderbar. Warte mal, Tanzverbot und wie heißt du nochmal, die Geisel? Ich heiße El Capo Pablo. Wo ist denn der andere eigentlich? Ricky?
Der ist unten, der muss unten bleiben, weil wenn er sich, wenn er hier hochkommt, dann bricht der Raub automatisch aus, ab, Digga, verstehst du? Okay. Dann kriegen wir die Kohle nicht mehr. Deodo, Tanzverbot, Paco Loco Baco, Franz. Hör mir zu, Digga. Ich geh raus, okay, ich weiß Bescheid. So, wir gehen jetzt raus. Wunderbar. Wir gehen jetzt raus und warten auf die Polizei. Soll ich Waffe mitnehmen oder ohne? Ohne, okay. Erstmal ohne. Okay. Ey, 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 die Geiseln, solltet ihr Fax machen, töte ich euch. Habt ihr mich verstanden? Alles gut, und fragt frag Theodor, Digga. Ich zögere nicht mit dem Schießen. Das ist doch nicht glaubwürdig, wenn Paco Loco Baco als Geisel bei uns verkleidet ist. Er soll es ausziehen. Ihr zieht eure T-Shirts aus und deine Maske ziehst du auch aus. Zieht es aus, super. Junge. Ja, ihr müsst dir die Fesseln abmachen. Ja, ja, ich mach dir die Fesseln ab. Und hau ihm mein blaues... Achtung, komm. Bitte auch kurz. Achtung, Überfall! Mit dem Zylinderhut! Komplett ausziehen, Digga. Hier bleiben! Nee, 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 komm mit. Hallo? So, hier bleiben. Du bist auch ein Gefangener. Wer bist du, Digga? So, geht einmal deine Hände hoch, Digga. Hände hoch, wie ist dein Name? Also, sofort deine Hände hoch, Digga. Ich heiße Michelle. So, hast du eine Freundin hier? Schnauze, Digga. So. Eine Freundin? Hast du Familie? Bist du was Besonderes? Familie habe ich. Heulen die um dich? Also meine Mutter vielleicht. Okay, wir haben Zylinderhut und Paco Loco Baco. Das ist doch was. Kannst du dir wieder nicht ausdenken. So, wir haben den dritten hier. Jo, wo willst du hin, du kleine Fotze? Wo willst du hin, du kleine Fotze? Alle hinlegen, wie in die Filme! Auf den Boden legen, wie in die Filme! Warum? Hört mir zu, Digga. Sonst jetzt was auf den Boden legen, wie in die Filme! Hollywood! Boden! Ey, geh mal runter und sag mal den Ricky, der soll die Musik ausmachen, Digga. Jo, jo. Auf die Knie! Wir üben jetzt alle heulen und jammern! Wenn die Polizei gleich kommt, sagt ihr alle, Hilfe, ich will nicht sterben, Hilfe! Mach mal! Hilfe, ich will nicht sterben, Hilfe! Meine Tochter wartet so auf mich. Genau so, wunderbar. Wunderbar. Ich schau mal, ob die Polizei da ist. So, ihr bleibt schon hier. Bitte keine, macht keinen Scheiß, Jungs. Ich sag euch das. Dann wird meine Mutter auch bald kommen und für euch auch ein Stück vom Kuchen abfallen. Ich mag dich nicht. Kümmerst du dich hier um die, Maximilian? Ja, mach ich. Wenn einer nicht pariert, du weißt, ist Aufnahmeprüfung heute für dich. Ja, dann gibt's einen Kopfschuss, Mann. Oha. Nicht umbringen, nicht umbringen. Hab ich gemacht, Mann. Immer welche die benehmen sich hier. Schon, die benehmen sich schon. Nicht umbringen. Wenn deren Leben was wert ist. Du kannst eins machen, das ist erlaubt bei uns, Arschbohrer. Wunderbar. Arschbohrer. Boah, nein, Mann, bitte nicht. Ey, wenn keine Polizei kommt, dann ist es Jackpot für uns. Weil innerhalb von, wir müssen 15 Minuten hier sein, bis ihr das Geld bekommt. Wie viel haben wir noch? Wir haben noch so circa, oder 20 Minuten, glaube ich. Und wir haben noch so circa 10 Minuten, ja? Die ganze Stadt voll mit MM Pascal. Wenn in 10 Minuten keine Polizei kommt, können wir einfach ohne Probleme mit den 1,6 Millionen abhauen. Na Junge, dann haben wir ja gar keinen Spaß gehabt. Ja, wir haben zwar keinen Spaß gehabt, aber wir haben die Kohle for free. Da gebe ich direkt, Digga. Müssen wir ein bisschen Druck machen? Mhm, mach mal ein bisschen Druck. Ja. Oh. Komm, soll ich uns für den kleinen Kick ein Loch in den Reifen schießen? Komm! Nee, auf gar keinen Fall, Digga. Komm! Für den Kick! Ich geb dir gleich einen Kick, Digga. Für den kleinen Kick! Das war alles viel zu einfach hier. Ja, das ist Schmutz, Digga, wirklich. Ich rufe jetzt die Polizei an, das kannst du dir nicht aufdenken. Du kannst doch nicht die Polizei anrufen, Junge! Solche Uhren, Digga. Nicht die Polizei, Junge! Wo bleiben die Uhren, Digga? Hallo? Ich höre Helikopters! Über uns ist ein Helikopter! Ich hab auf einen Helikopter geschossen! Wunderbar, gut. Provozier sie noch weiter, Digga. Weiter so. Ich hab noch nie einen gekillt, ne? Noch nie? Nein, noch nie gekillt. Noch nie hast du einen gekillt, Digga? Nein. Ist das dein Ernst? Ja! Ach du Scheiße, Bruder. Warum? Du bist jetzt schon so lange da, hast noch nie jemanden gekillt. Ich hab noch nie einen gekillt. Dann wird's mal Zeit, würde ich sagen, oder? Ja, warum hast du draußen geschossen? Oder wer hat geschossen? Ich hab nicht geschossen. Ihr seid alles unsere Geiseln, aber wir können trotzdem ein bisschen Nebelmaschine Party machen, Junge. Ey, Junge, nicht mein Gesicht, Mann. Passt doch auf. Oh, das ist Junge! Ey, du liegst doch richtig stinkst, Junge. Du mit der roten Maske stinkst, Alter. Du stinkst. Jo, halt ja, und? Fresse, das weiß ich auch schon lange, ja und? So, die Polizei ist da, bitte raus. Wunderbar. Hallo! Ich grüße Sie. Hallo Polizei! Mitkommen, Digga. Jalla. Ich bin Theodor! Na. Jetzt ist es soweit! Ein großer Überfall hat stattgefunden in deiner Stadt! Okay. Wir sind gnadenlose Killer! Wir töten für alles! Bei uns ist ein Menschenleben 50 Euro wert! Du schaust in die falsche Richtung, Digga! Wollen Sie mich vielleicht anschauen? Wo ist er denn?
Ja. Ich sehe doch nichts mit die Maske auf. Ach so, ah ja, das kann passieren. Bro. Das ja, neben das mir ist Schwanzverbot. Ich ja. bin Theodor. Ich bin Schwanzverbot, richtig. Da drinnen haben wir Zylinderhut und Quackeli Quackeli. Zwei ehrenwerte okay. Menschen. Ihre Familien hoffen, sie wiederzusehen. Lasst uns einfach gehen. Hab ich das ja, gut gemacht? Haben Sie denn, sagen Sie mal, Sie haben ja jetzt mehrere Reisen, also, haben Sie irgendwelche Forderungen am Start oder so? Weil ja. wir haben ja. Oh, kommen Sie mir nicht so nah, der. Nicht so nah, das ist zurück. Wunderbar, zurück, sorry, ja. wunderbar. Nicht so nah reingehen, sonst, ja, sonst schießen Sie dich ab, ja? Der kennt mich doch nicht. Ja. So, ey, stell Polizei. Mal deine Forderung jetzt. Ich möchte Erwarten Sie. Das ja? Geld haben. Wie viel wollen wir haben? 200.000. Soll ich sie mal ein bisschen 200.000 noch on top? Das Auto? Ja. Deine Pistole auch, die will ich. Und was zu ja, essen, noch ein Döner. Gut. Welches genau. Auto wollen Sie? Das, was da steht, finde ich gut. Mit die Untergrundbeleuchtung. Das hinter uns. Ja. Also, ich will nicht böse sein, aber das werden Sie nicht kriegen. Da kriegen Sie eher die Pistole. Was soll ich sagen? Unsere Fahrzeuge werden nicht vergeben. Wunderbar. Okay, ich wiederhole einmal. Sie wollen 200.000 on top, ja? Für die Geisel. Nicht so nah, nicht so nah. Ach, nicht so nah, nicht so nah, der. Okay, wunderbar. Also mal, ja. Ich will nicht böse sein, ja? Aber kein Problem, wir sind ganz lieb. Alles gut, es, okay. Ja, es tut mir leid, ja? Ja, er, alles okay, er ich bemerke schon. Ein bisschen neu, er hat auch seinen Namen am Anfang gesagt. Okay. Ja, ich bin Theodor. Ja, das okay. ist richtig. Sie wollen die 200k und eine Pistole und wie gesagt, das Auto wird leider nichts, das kann ich Ihnen jetzt Marcel, schon sagen. Ich will noch eine von die lange Gewehre und ein Kugelwerfer. Schwanzverbot, Digga. Ich will noch einen Kugelwerfer haben und zwei Granaten. Bruder. Wie bitte? Ey, sag nicht meinen Namen, Digga. Ich möchte noch einen Kugelwerfer haben und zwei Granaten. Also, vielleicht fangen wir erstmal damit an. Wie viele Geiseln haben Sie denn? Wir haben 4-5 Geiseln. Ja, wissen Sie, wie viele Sie haben oder. Sollen wir die zeigen? Sollen die sich nackig da oben ja, hinstellen? Genau, das ist der Punkt. Ich würde nämlich gerne jede einzelne Geisel einmal sehen und mit der reden. Officer, Sie können auch gerne dabei sein. Officer, wir haben 3 Geiseln, ja. Okay. Ich dann weiß nicht, woher die vier. Ich denke mal, Sie sind der Kompetentere. Sie wissen, was nee, Sie nee, was für will, Kompetentere? Nee. Marcel, sag was! Moment, wir müssen uns ganz kurz zurückziehen, Officer. Oder der Erfahrene. Ja, ja, wir okay, müssen uns so ganz Jungs. Kurz zurückziehen. Ja, ja. Ich will einen Kugelwerfer bitte haben. Bring den mit. Komm her. Kommt bitte sofort zu bitte kommen Sie nicht so nah. Kugelwerfer, zwei Granaten Theodor, zum Spielen. Theodor, okay, ich komme. Komm mit. Wunderbar. Danke. Ganz kurz, Digga. Ich muss nur ganz kurz dir was sagen, ja? Du bleibst hier sitzen, du bewegst dich nicht. Du siehst, das ist hier alles ganz, ganz schlimm, was wir hier machen. Theodor, hör mir zu. Gnadenlose Killer. Theodor, hör mir zu. Die hören mich nicht, ja? Pass mal auf. Als allererstes, wenn du mit mir reden willst, dann musst du deinen Kreis, wenn du verstehst, was ich damit meine, natürlich. Den Kreis klein machen. Ich würde doch deinen Namen nicht sagen, Junge. Okay, du hast gerade 3-mal Marcel gesagt. Nur da täuschst du dich, das ist deine Wahrnehmung, ist eine aufregende Situation, okay. Das kann passieren. Okay, das kann passieren. Aber ich bin gerade nicht zufrieden mit deiner Verhandlung. Als allererstes beleidigst du zu wenig. Du bist ein Gangster, Digga. Du bist ein okay, fucking Gangster. Was soll Gangster. Ich sagen? Du sagst, du kleiner Bastard, Digga. Ich fick dich, du kleine Fotze. Du okay. bringst mir das, was ich will, oder ich fick dich, zieh dir deine Hose runter und steck den Kopf deines Kollegen in dein Arschloch. Ja, so. Ja, aber warum soll ich das sagen? Stell dir mal vor, du müsstest den wirklich ficken. Willst du das? Kein Problem, Digga. Ich zieh die Hose runter und steck ihn rein. Für mich ist das kein Problem. Vergiss nicht, dass du ein Gangster bist, Digga. Du redest, als wärst du in der Schule. Bist du ein Lehrer oder was? Okay, lass mich nochmal machen. Wir spulen nochmal zurück. Wir gehen jetzt dahin und ich will mehr Einsatz von dir sehen. Hallo, Polizei! Ich mache euch ein Angebot, was ihr nicht ablehnen könnt. Sie schauen wieder in die falsche Richtung. Du musst wieder nach gerade schauen. Hier bin ich. Hallo. Ja, hier. Hier. Hier vorne. Ich will euch alle ficken. Was? Wenn ihr das nicht bringt. Ja, aber vielleicht schauen sie mich an. Bastard. Selbe Schuld. Bastard, Spiegel. Warten Sie mal, ich Kohle raus. Die Kohle raus. Wunderbar so? Nein, Bruder, beleidige seine Schwester noch. Sag, ich habe deine Schwester gefickt. Ich habe mit deiner Schwester Geschlechtsverkehr gehabt, Junge. Nein. Ich habe leider nur einen Bruder. Gefickt, Digga. Ich habe dem gefickt auch. Ja. Sind Sie sicher, dass es nicht mein Bruder war? Die sind sich ähnlich. Wenn du willst, auch dein Bruder. Bring die Sachen ran. Also, jetzt, bevor wir die Sachen ranbringen, hätte ich eine Forderung an Sie. Natürlich, gell, eigentlich bin ich nicht die Person, die Forderung stellt, aber ich müsste einmal jede einzelne Geisel sehen. Eine sehen Sie ja. Wir haben eine mit Zylinderkopf. Ja, könnten Sie die Geisel vielleicht etwas näher dran bringen oder soll ich sie anschreien? Dann bring deine Schwester nochmal. Meine Schwester kommt leider aus China. Die wird es nicht so schnell ankommen hier.
Ich bin sehr beleidigend. Okay, okay. Ihr kotzt mich an. Ja, ja, ja. Ihr seid furchtbar. So, das war's erstmal. Wir bringen Ihnen die zwei restlichen Geiseln, ja? Ja, okay, somit habe ich in der Zeit mit dem Herrn hier draußen ja, ja. Ganz kurz. Ich bleib hier bei dir. Okay. Ja, ja. Ja, der Herr auf dem Urus. Einmal runterkommen, bitte. Ja. Ja, der kann auch da bleiben im Fall, solange ich ihn höre. Ich bräuchte einmal zwei, drei Sachen von Ihnen. Ich bräuchte einmal Ihren Namen. Theodor, wir gehen die anderen Geiseln schon mal holen, oder? Mein oder Name ist Sie. Ja, hier rein und hol die anderen Geiseln raus. Ich bin El Capo Pablo. Alle mitkommen, Zylinderkopf und die andere. Alle mitkommen. Wir sind ganz weit fortgeschritten. Das funktioniert alles wunderbar. Kommt mit. Wir müssen euch einmal zeigen. Juhu. Die wollen euch sehen. Ich weiß nicht, ob das so ein Fetisch ist, aber die wollen euch alle nackt sehen. Kommt mit. Komm her. Loser, komm her. Was ist denn? Bitte komm her. Es läuft alles. Ich hab 1,04 Millionen. Ich hab nur so wenig. Ja, Mann, nur 1 Million hab ich bekommen, Alter. Okay, das klären wir danach. Komm jetzt. Wir sind draußen in die Verhandlung, Junge. Warum hast du alle rausgelassen, Mann? Die sollen raus. Komm. Hier stehen bleiben und warten. Die wollen die einmal sehen. Die Polizei hat so einen Fetisch. Die wollen die einmal alle nackig sehen. Wir stellen euch in Reihe und Spalier auf. Ihr hebt die Hände und einer tanzt sexy. Und das bist du mit dem Zylinderkopf. Ist es klar? Wunderbar. Darf ich wirklich? Ja. Hallo Polizei. Hallo Bullen. Ich bin Theodor. Ja, das haben sie mir schon gesagt. Die kommen jetzt raus. Haltet euch die Küchenrolle bereit. Die sind alle nackt. Wunderbar. Ja, ist bereit. Mach dein Gold. Da sind sie. Oh. Hier ist unsere Nummer 1. Quacolo Macolo. So ungefähr hieß der. Bisschen weiter vor, Junge. Ihr könnt präsentiert von uns. Ich müsste mit denen selbst reden. Erzählen Sie mir nicht am besten, wie die heißen. Sekunde, ich stelle die noch vor. Da ist die Nummer 2. Der Mann mit dem Zylinderhut. Der hat gesagt, er hat ein Kind. Er tretet vor. Ein sehr wertvoller Mensch. Weiter vor. Kommt jetzt, Einmal bitte vortreten, die beiden. Ja, ja. Wunderbar. Stehen bleiben, stehen bleiben. Ja, ich hallo? Ich einmal von Ihnen Ihren Namen. Wie heißen Sie? Ich heiße Michelle. Theodor, komm mal kurz weg. Wie? Komm mal kurz weg. Michelle. Das ist euer Frauenname, Junge. Theodor. Was zählst du denn für einen Scheiß? Da ist doch nicht Michelle. Ich brauche euer Vornamen. Ich brauche Ihren Vornamen. Da ist doch nicht Michelle, Marcel. Mein ganzes Name ist Michelle Nectarine. Theodor, ich heiße nicht Marcel. Wie bitte? Okay, Tanzverbot. Ich schreibe einfach irgendwas auf. Du bist auf, okay? Zu weich, Digga. Wir werden hier niemals rauskommen. Wenn du so weich, so weich redest. Eigentlich schon, aber ja, doch, mir geht's schlag ganz gut die, hier. Erpresst, okay, haben Sie genügend Essen? Okay, Marcel. Du bist eine kleine Muschi, Digga. Ja, ich bin du satt. Bist keine Muschi. Es reicht jetzt! Ich werde dann, jetzt ungemütlich! Tut mir leid, dann müssen wir noch mit dem anderen Herrn reden. Ich kann der Geisel. Ja. Der im Zylinderkopf wird jetzt tanzen! Auch wenn er nicht will! So hart ja, bin ich! Dem, tanz! Mit dem. Tanz für die! Wunderbar! Ich bin ein harter Brocken! Wir wollen unsere Forderung durchsetzen! Ja, wir müssen jetzt. Der tanzt für euch! Das ist wirklich menschenverachtend, dass ich das mit ihm mache! Wunderbar. Marcel, gut? Tanzverbot. Der Herr in wunderbar. Ich hab einen kleinen Tipp für Sie. Am besten gewöhnt Sie sich ab auf Bankrott. Er wird sich jetzt hier auf die Straße legen, auch wenn die Straße kalt ist. Leg dich hin! In den Franzosenhut! Mit der schwarzen Unterhose. Leg dich hin mit der Golfmütze! Hinlegen auf den kalten Asphalt! Super. Wie, was? Hinlegen Jubab auf den kalten Asphalt. Hallo. Ich schreibe einfach Jubab auf, okay? Alter, was ein Name, also wirklich. Bakoli, Bakoli, leg dich bitte auf den kalten Asphalt jetzt. Super. Hinlegen. Hörst du nicht? Also, Herr Heeres, vielleicht sollten Sie dem Kollegen mal beibringen, wie man Banküberfall macht. Wunderbar, er liegt auf dem kalten Officer, Asphalt. Wenn ich mich freiwillig stelle. Wenn er sich nicht erkälten soll. Ich möchte nicht mehr bringt das Geld ran. Wunderbar, ich behalte es im Hinterkopf. Ich möchte nicht mehr tanzen. Okay, ich werde dann, Theodor. Bitte lassen Sie mich. Sie behandeln das ja hier wie ein halber Zoo. Ich werde mich einmal ganz kurz zurückziehen. Haben Sie hier weiterhin Ihren Spaß, solange die Geiseln sich nicht verletzen. Kugelwerfer ranbringen, dann, zwei Granaten. Und dann werde ich einmal versuchen, Ihre Forderung durchzusetzen, ja? Das wird doch nicht versucht. Geil. Ich werde gleich ungemütlich hier. Naja, Granaten können Sie gar nicht kriegen. Wir haben selbst keine und einen Kugelwerfer haben wir auch nicht. Was haben Sie dann? Was ist das Beste? Naja, das Beste kriegen Sie wahrscheinlich. Ich will, dass du da hingehst und sagst alles zweimal für Theodor, den Großen. Okay? Und auch zweimal Döner? Alles, was es gibt, zweimal. Abfahrt. Sonst erkältet der sich. Der kriegt morgen 40 Fieber hier im Boden. Okay? So, bring die Geiseln wieder rein. Alle rein. Alles gut, Junge. Ja, ja. Bring alle Mann rein, Jungs. Stop Show. Nein. Super. Alle rein wieder. So wird rein. Dankeschön, Mann. Wunderbar. So können wir auch auf Tournee gehen. Wunderbar, Jungs. So, du kleiner Hosenscheißer. Komm doch nicht auf. Theo, du Hurensohn, Digga. Wenn du noch einmal meine fucking Namen aussprichst,
fick ich dich hier, Digga. Oder ich töte dich, doch besser, Digga. Nur einmal, wenn du meinen Namen sagst. Entspann dich, okay? Entspann dich, bleib cool und beleidige dich ein bisschen mehr. Du beleidigst so wenig, Digga. Ich hab den doch beleidigt. Nein, Bruder, bis jetzt haben die nicht eine Forderung gebracht. Du beleidigst so wenig. Die haben keine Angst vor dir, Digga. Ey, ihr Bullen! Bist hört ihr mich? Sag, verschwindet von dort, sonst kann ich euch ab. Ihr kotzt mich an! Du stinkst bis hier! Gut. Boah, Digga, was ist das denn, Digga? Bist du in der zweiten Klasse oder was? Ich zeig dir mal, wie es geht, ja? Okay. So, ihr kleinen Fotzen, guckt ihr weiter, so knall ich euch ab. Habt ihr mich verstanden? Entspannen Sie sich. Ich Junge, was war das denn? Finden, ob ich eine Pistole kriege, eine normale. Reicht für ihn auch eine Gefechtspistole? Nein! So, die Gefechtspistole, die stecke ich in Ihre Kollegin in den Hintern rein, wenn sie nicht innerhalb von 5 Minuten fertig sind. Haben Sie mich verstanden? Naja, das Geld wird gerade geholt. So geht das, hast du den Döner haben so wir. So machen wir das. Ja. Und die Pistole würde noch theoretisch fehlen. Ich werde jetzt ungemütlich. Ja. Ich werde ganz kribbelig gerade, ne, der Mann mit dem Helm. Guck mich an. Ich frage ganz kurz mal die Kollegen dort hinten. Er ist in der Richtung, du Idiot, Digga. Hör mir zu. Du sagst jetzt den Polizisten, die haben 5 Minuten Zeit, deine Forderung anzumachen. Ihr habt noch 5 Minuten, ich gucke auf die Uhr. Sonst töte ich eine Geisel, sag ich das. Sonst töten wir die Geiseln. Du siehst zwei Sachen. Wir haben momentan hier vor Ort leider nur Gefechtspistolen. Und das Geld wird gerade geholt. Das ist doch eine Taktik, Marcel, die verarschen uns. Negativ. Gefechtspistole nehmen wir. Wir haben nur... Okay, ja gut. Somit, ja. Dann hätte ich die Pistole auch für Sie schon. Okay. Dann die wunderbar. Zwei Döner haben wir, die Pistole und das Geld kommt gleich. Was ist mit ein paar andere Waffen? Noch so eine lange? Werden Sie leider nicht kriegen. Warum denn nicht? Das geben wir nicht aus. Ist Dienstequipment. Was ist das Gelbe an deinem Anorak? Das will ich auch. Ist das ein Tamagotchi? Ja, das ist so ein... Das ist so ein, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Glücksbringer. Hinlegen. Auf den Boden. Was ist das denn hier? Wie nimmt man das denn hier, den Kack? Wow. Das ist doch was zum Fressen. Ja, es kommt drauf an, wie Sie das sehen. Ich würde es nicht mehr essen, wenn ich Sie sind. Ich wollte schon. Der ist da schon eine Weile drin. In Tamagotchi haben, Junge. Officer, ja? ich gebe Ihnen schon mal meinen Ausweis. Sie können ja schon mal die Hafteinheiten ausrechnen, ja? Okay, bestimmt nicht in dem Knast, warum ja, denn? Ja, nee, das ist nur eine Prozesswarte. Warum gibt ihr Ihnen den ab? Bist du blöd? Junge, ich habe noch nie mit solchen unprofessionellen Leuten gearbeitet, Marcel! Wie blöd bist du denn? Bruder, ich man gibt doch dem Ausweis nicht hin! Ich denk nur voraus, Digga. Warte, ich gebe Ihnen mal den Ausweis. Also, so viel blöd, Alter, das kann doch nicht wahr sein. 80, hör mir zu, also ich würde sagen, Herr Harris, wie machen wir das dann mit dem Abzug? Ja. Ich gehe jetzt rein und knall eine ab, jetzt reicht's mir. Oh mein Gott, nein, Moment. Ey, wenn du einen abknallst, stürmt die uns, Digga. Nein, Bruder, die stürmen. Ich mach Action jetzt, ihr seid alle unprofessionell. Nein! Er hat nur gegen die Wand geschossen. Alle tot! Er hat nur gegen die Wand geschossen. Jetzt reicht's mir hier. Sowas unprofessionell, die liegen alle kalt, Junge. Die sind alle schon sagbereit! Sie wissen, dass wir Kameras in der Central Bank haben, oder? Verdammte Kacke, komm wieder rein, Junge! Jetzt mach ich's wirklich! Moment, Sie haben das gehört. Funktioniert alles hier ganz schlecht, Marcel. Hören Sie mir zu. Sie haben noch 2 Minuten, um alles zu bringen. Ansonsten wird Theodor die erste Geisel. Ich frag gleich mal ganz kurz, ob das Geld bleibt. Wunderbar. Ihr habt's gesehen, ich mach keinen Spaß. So, komm mit, Digga. Wir bringen jetzt die erste Geisel raus. Nicht so gut, du hörst mir zu, Wenn die in 2 Minuten genau nicht da sind, genau um 1 Uhr. Sind die um 1 Uhr nicht da? Schreit einer nach dir. Geist, ja, was ist denn? Ja. Der heißt nicht Erich. Wenn ich... Er hat mir gerade seinen Ausweis. Verdammte Kacke, wie kann man so blöd sein, Junge? Bruder, Sie haben des Öfteren seinen Namen gesagt, das ist Ihnen schon klar. Also, Digga, du hast... Und die eine Geisel hat gesagt, Marcel Harris, ich liebe dich. Verdammte Kacke! Ich hoffe, da kommt das Geld. Okay, dann frag... Wunderbar. Was machst du denn, Junge? Diese Pistole will ich... Ich schieße. Oh, jetzt kommt noch ein Helikopter. Okay. Hallo. Ja, da ist das Geld drin. Herr Jürgen, stellen Sie sich das dann vor mit der Flucht. Wenn wir Ihnen gleich alles geben, dann würden wir auch die Geiseln haben. Ja, ja, wir bringen Ihnen die Geiseln hier vorne. Und freier Abzug ist dann, glaube ich, klar, dass er in Urus ist, oder? Wir steigen in den Urus ein. Sollten Sie uns folgen, werden wir das Feuer eröffnen, ja? Marcel, warte kurz. Ich habe noch einen Plan, komm. Dann geben wir das Geld. Ja, so können wir das einmal. Möchtest du ihnen auch noch meine Adresse geben, Digga? Oder? Du hast dem Ausweis gegeben, du Junge. Ja, die haben auch. Wir machen jetzt Hardcore-Dings. Jo, erzähl. Wir nehmen den mit dem Koffer, mit dem Geld, der soll auch mit reinkommen, den nehmen wir auch noch als Geisel und fordern nochmal 5 Millionen. Komm, das ist eine super Idee. Das ist eine super Idee. Ja, alles okay. Achtung, Polizei!
Verdammte Kacke, der mit den gelben Jacke, bleib hier! Hallo! Der ist Helikopter. Der mit der gelben Jacke. Gelbe Jacke, den nehmen wir mit. Der Theodor hat die Idee des Jahres, Digga. Ja, gib den Koffer, der geht mit. Ja, ja. Mit rein. Ist hier kompletter Flugzeugabsturz? Was war das? Was? Jungs, hier ist gerade ein Banküberfall. Was interessieren euch jetzt irgendwelche Flugzeuge? Das ist ernst hier. Naja. Gib den gelben Koffer. Ja. Wie bitte? Der Gelbe braucht den Koffer, den nehmen wir mit rein. Sie wollen den unseren Polizisten mit reinnehmen. Das weißt du doch noch nicht, was wir mit dem machen. Erstmal nur mit reinkommen. Na, Sie haben doch gerade gesagt, Sie wollen ihn mit reinnehmen. Ja, der soll das Geld mit reinbringen, ja. Und? Sie wissen, dass wir das nicht verantworten können. Was spricht denn dagegen? Was ist denn das Problem? Ich kann den Koffer nicht tragen. Wir sind schwach auf der Brust momentan. Naja, ich kann, wenn Sie wollen, Ihnen das Geld doch einfach in den Kofferraum legen. Nein, der soll das bitte reinbringen. Also ich kann Ihnen leider sagen, dann kann ich Ihnen das Geld nicht übergeben. Wenn du so weiter nett mit ihm redest, dann wird er uns nicht diesen Koffer geben. Droh ihm ein bisschen. Sag ihm, kommt er jetzt nicht mit, töte ihm jetzt eine Geisel. Okay? Siehst du schon, dass ich sie höre, oder? Wenn du jetzt nicht mitkommst, kriegst du von mir den Stinkefinger! Gib mir das Geld. Ja, warten Sie ganz kurz. Das war mit Absicht, Digga. Essig. Ja. Verdammte Geisel. Er geht ganz kurz auf das Geld um. Alles gut, Digga. Das war ein Fehler von mir. Wir kriegen das hin, ja? Ich explodiere gleich! So sauer bin ich! Geben Sie uns eine Sekunde, ja? Geben Sie uns eine Sekunde. Komm doch du mit dem Helm! Negativ. Warum sind die denn so frech zu uns? Und ey, lass nicht 5 Millionen fordern, lass 10 Millionen. Ja! Für den Polizisten. 15 Millionen! Der ist viel mehr wert. Der ist mehr wert mit seinem Helm, Junge, aus Titan. Die wollen den Helm wieder haben, glaube ich. Ich glaube, wir wirken hier ein bisschen wie Klaus. Okay, hast du dich entschieden? Du kannst noch eine SMS schreiben an deine Mutti und dich verabschieden. Naja, das Problem ist, ich kann nicht das Leben meiner Kollegen aufs Spiel setzen. Das wissen sie genau, dann oder? Dann komm du mit. Negativ. Ich werde genauso nicht mitkommen. Ja, und was willst du jetzt machen, Junge? Dann sterben die Geiseln wegen dir. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wie gehe ich jetzt rein? Okay. Okay. Wunderbar. Sie warten, wenn sie jetzt Geiseln töten. Wie gehe ich jetzt rein? Nee, entspannen Sie sich. Er wird jetzt, Moment. Entspannen Sie sich, ja? Nicht schießen. So, wir gehen jetzt rein. Polizei! Ich zähl bis drei, dann gehst du rein. Eins, zwei, letzte Chance. Er schießt nicht, entspannen Sie sich. Keine Waffen, ja? Eins, zwei, nochmal zähl ich nicht. Ich geh rein, ich erschieße drei Geiseln oder vier. Ja. Wir haben drei Geiseln. Sollten wir eine Geisel abschießen? Dürfen Sie uns nicht stürmen. Haben Sie mich verstanden? Wir haben da drin noch zwei Geiseln. Sollten Sie uns hier stürmen? Sind die anderen zwei Geiseln? Ich gehe jetzt rein. Haben Sie mich verstanden? Und werde einen ein Finger brechen. Du gehst jetzt in die Knie. Auf die Knie. Geh Moment, auf die Knie, Theodor. Wunderbar. Theodor, du wirst ihm jetzt sagen, kommen Sie jetzt oder er ist tot. Wenn er Nein sagt, ziehst du deine Waffe und gibst dem Typen hier auf dem Boden einen Kopfschuss. Hast du mich verstanden? Mit dem Mädel dann. Halt deine Schnauze. Bring doch keinen um hier. Doch, du wirst ihn umbringen, Digga. Okay, pass auf. Vertrau mir. Hör mir zu. Vertrau mir, Digga. Wie ist dein Name, Junge? El Capo Pablo. Hör zu, Kakolako. Hör mir genau zu, was ich dir sage, ja? Er wird sich um deine Familie kümmern, Digga. Pass auf. Wenn ich das Passwort sage gleich, ihm geht's schlecht. Was ist denn Passwort, amigo? Bei schlecht fängst du an zu jammern und zu heulen. Ja. Yeah. Und dann werde ich irgendwann kommen, schießen und dann lässt du dich nach hinten fallen. Du wirst ihm auf den Kopf schießen. Du legst dich hin, wie wenn du tot bist. Hast du mich verstanden? Du wirst ihn auf den Kopf schießen. Theodor, hör mir zu. Okay. Du bist ein guter Mensch, ja. Du wirst ihn in den Kopf... Es reicht, Polizei! Jetzt reicht's mir! Ich dreh schon am Rad! Ja, beruhigen Sie sich. Ich bin nervlich am Ende! Entspannen Sie sich, Sie haben noch... Es reicht! Was spielt ihr mit mir? Ich bin Theodor! Okay, hör zu, Junge! Zeig ihm mal deine Waffe. Ich muss nur meinen Dienstvorschriften nachgehen. Am besten ziehen Sie bitte keine Waffe hier. Ich knall dem Jungen jetzt ab! Das sollten Sie bitte lieber nicht machen. Ihm geht's schon ganz schlecht, weil er Angst hat! Ihm geht's ganz schlecht! Bitte, amigo, Senores. Theodor, überlegen Sie sich, was Sie machen. Er heult! Das, was Sie jetzt machen, wird sich auch auswirken auf Ihre Zukunft. Und, ja, er fängt schon an zu heulen, hör doch! Knall ihn ab, wenn er seine Forderung nicht hinterhergeht. Knall ihn ab, wenn er deine Forderung nicht hinterhergeht. Ich knall ihn jetzt ab, wenn du das nicht bringst. Beruhigen Sie sich. Ich mach es! Ich mach es! Ich mach's! Ja! Es ist nicht nötig, dass ich so weit gehen lassen. Ich knall ihn ab, Junge! Nein, ich hab ihn abgeknallt! Okay, so. Er ist tot! So. Einer ist schon tot! Okay. Wunderbar.
So, Jungs, habt ihr gesehen, dass wir ernst machen? Wir haben auf das Marmor geschossen. Willst du mich verarschen? Der liegt doch da, der ist doch tot, der ist kalt! Ich bespreche mich ganz kurz mit meinen Kollegen. Verdammt, die lachen über uns, muss er. Verdammt, die Ehre ist genommen. Idiot, du sollst ihn abknallen, Digga, Jungs, nicht auf die Matsch. Wunderbar, Junge, bleib liegen, du bist ganz tolle Tote. Wunderbar, wie bei Tatort. Wunderbar. Was machen wir denn jetzt? So, wir reißen jetzt uns erstmal zusammen. Bruder, du wirst niemals ein Gangster. Du wirst eine kleine Fotze hier. Wo bin ich denn, eine so Fotze, Junge? Guck mich mal. Du bist eine kleine Fotze im Moment, Digga. Bleib so, da liegen und. Bleib doch da liegen, Junge! Schlussstrich ziehen. Ich hab das Geld, ich hab die Waffe, genauso wie den Döner. Okay. Wir machen das so: Sie präsentieren uns die drei Geiseln. Ja, sie kriegen das alles. Sie präsentieren uns die drei Geiseln vorne. Sie dürfen in den Urus rein und dann freier Abzug. Wunderbar, wunderbar. Ich kann ihn aber halt nicht versichern. Was macht der Kollege dort hinten? Was macht er da? Ich kann Ihnen aber nicht versichern, dass wir Sie nicht verfolgen werden. Sie haben hier noch immer mehrere Straftaten begangen. Das muss Ihnen klar sein, Herr Jeriska. Mich kennt hier aber so keiner, richtig, Polizei? Mich kennt keiner von euch. Okay. Theodor. Hey, Marcel. Ich schau ab auf dem Motorrad, okay? Nein. Okay. Nee, du gehst mit Udo. Ihr könnt euch an mich nicht erinnern, richtig? Doch. Hab ich recht? Nein, das Geld gibst du, kommt drauf an, wie man das sieht. Mich kennt man nicht. Gib ihm das Geld. Oder ihr habt mich nicht erkannt. Naja, das würde ich Ihnen jetzt nicht sagen. Habt ihr mich erkannt? Dürfen Sie dann herausfinden, wenn Sie eine Fahndung haben oder vielleicht auch nicht. Dann bringe ich die Geißel aus, Fangen wir mal an, ganz kurz mit den zwei Dönern. Haben Sie die frisch? Ja. Probieren Sie mal ein, ob der so mundet. Verdammte Kacke, der ist zu scharf, Junge! Haben Sie sowas gegen scharf? Ich knall noch einen ab. Genauso wie den anderen? Ja. Naja, dem scheint es eigentlich ganz gut zu gehen. Weiter die nächste Sache, bitte. So, dann kriegen Sie einmal hier Ihre Kampfpistole. Wunderbar. Und jetzt übergebe ich Ihnen einmal den... So, den habe ich schon gehabt. Dann übergebe ich Ihnen einmal hier das Geld mit dem Koffer. So, Sie sollten dann das Geld erhalten haben. Können Sie vielleicht aufhören? Ich hab die Fingerabdrücke von uns weggemacht, Junge. Meine Dienstklamotten. Wunderbar. Müssen die nachher wieder gewaschen werden. Okay. Wie viel Geld war das denn? 200.000 Hast du bekommen, schwarz. Verdammte Kacke, so wie sie gefordert haben. Naja, mehr unbedingt geht nicht. So, wir wollen jetzt nochmal reingehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Moment, das ist noch nicht so weit, Theodor. Wir gehen jetzt rein mit dem Theodor, bringen die Geiseln aus, ja? Jawohl. Warten Sie hier. Theodor, mitkommen. Und wichtig, Herr Heeres, sollte geschossen werden, dann wird auf irgendwelche Dullis geschossen, die wieder rumfahren, ja? Ihr könnt jetzt gehen, ist alles fertig hier. Dankeschön. Naja, Minimum die Verfolgung versuchen müssen wir noch, ja? Okay, was machen wir jetzt? So, komm mit. Komm mit, Junge, steh auf, sieht keiner. Schnell rein jetzt, komm. Krabbeln! Verdammte Scheiße. Wunderbar. Boah, ich küsse deine Augen, ja. Es geht los, gemacht, Junge. Wir fliehen jetzt, hört mir zu. Jungs, das ist top gelaufen, ich hab die Kohle. Wer kannst du gut Auto fahren? Du kannst dich jetzt beweisen, indem du Auto fährst, ja? Jo, du wirst den Urus fahren, Digga. Wohin? Weg von denen. Am besten in Richtung Anwesen von uns, ja? Ja. Richtung Anwesen. Und hört mir zu. Wir bringen jetzt die drei Geiseln raus. Wir steigen alle in das Fahrzeug und fahren. Sollten die uns verfolgen und stören, werde ich die Polizisten abschießen, ja? Merkt euch das. Okay, diesem Sinne würde ich sagen, Geiseln aufstehen. Eine Sekunde, Junge. Jo, was ist denn los, Theodor? Jungs, einmal Applaus für uns, wie gut es gelaufen ist. Jungs, top! Von die Geiseln bis die Opfer. Ich liebe dich. Es ist super, wir haben die Kohle. Weiter so. Ich werde so in den Knast landen, Digga, das kannst du nicht. Ja, du bist selber schon, wie gibst du dem verdammt mal die Ausweis? Ja, weil du Vollidiot meinen Namen die ganze Zeit schreit. Ja, und? Deswegen gib mir doch nicht einen Ausweis. Also, ich durfte dich hier nicht singen, das Geisel. Halt dein Schnauze, du Geisel. So, los jetzt hier. Wunderbar. Okay! Wir gehen jetzt! Wenn es mir gehen würde, wärst du tot, Digga. Verdammt, das heißt mir doch. Jungs, wir fahren jetzt, ja, Polizei! So, der Officer nochmal vorkommen, ja? So, wir werden jetzt die Geiseln hier abstellen und werden losfahren, ja? Damit ihr Bescheid wisst. Wunderbar. So, die Geiseln vor das Auto bitte einmal, ja? Theodor, einmal einsteigen. Einsteigen, jalla. Und Theodor, ich liebe dich. Es ist so schön, wenn man Leuten die Freiheit schenkt. Gay Zylinder! Wo soll ich hin? Theodor, ich wollte einsteigen. Jungs,
Geh hin, Junge! Theodor, du sollst einsteigen, Digga! Hallo! Einmal. Okay, wir gehen jetzt! Wir sind krasse Gangster-Shits, Jungs! Jungs, ich komm nicht rein, Mann! Ja, scheiße. Dann nehmen wir den Vorrat. Jo, Jungs, Mann. Jo, wir sehen uns im anderen Leben, Digga. Jungs, das könnt ihr nicht machen, Mann. Salam alaikum, Digga. Schluss, Mann. Jo, fahr los, scheiß auf den Wichser. Ja. Oh nein. Fahr los, wir werden verfolgt. Anwesen. Wie fährst du, du Idiot? Oh nein, die verfolgen uns. Du bist gekündigt, Digga. Ich werde so platt auf, du Arschloch. Die verfolgen uns. Oh fuck, fahr, Junge. Fahr. Junge, fahr vorsichtig! Ey, Rick, machst du noch einen Unfall? Ich werd ficken, Digga! Jo, ich bin unter Druck, warum bin ich der Fahrer überhaupt? Oh, Kacke! Okay. Du hast einen Fallschirm dabei! Ich gucke mal! Ich glaube, wenn ich das benutzt habe, habe ich keins mehr, oder? Nee, da hast du keins mehr, Digga. Dann habe ich keins mehr! Jungs, die kriegen uns! Nein, die kriegen uns niemals, Digga! Das Auto brennt! Nein, oh, wir müssen reparieren! Fahr doch irgendwo in die Büsche rein! Oh, nee, schon wieder krass, Digga! Wir kommen nicht in die... Das kommt, die kriegen uns nicht! Gib Vollgas, Junge, die kriegen uns nicht! Ja! Lichter aus! Lichter aus! Mach die Lichter aus! Lichter aus! Lichter aus! Fahr hoch! Fucking shit, Junge! Hoch, ganz hoch auf Berg! Ich fliege den Fallschirm! Weiter! Weiter! Sollen wir aussteigen? Noch nicht! Fahr! Oh, wir haben's fast geschafft! Ich versteck mich hier in die Büsche jetzt! Nein, noch nicht! Oh, die kommen! Ich versteck mich in die Büsche hier! Weiter! Verdammte Kacke! Was machst du? Was machst du? Raus! Die Kacke! Wo bin ich denn? Verdammte Kacke, Junge! Komm, renn! Wunderbar, Junge! Sofort stehen bleiben! Polizei Dortmund, stehen bleiben! Fuck, das kann doch nicht! Geben Sie sich! Moment! Wir stehen! Die Hände in die Luft! Hände in die Luft, Kollegen! Momentchen! Verdammte Kacke! Ganz ruhig stehen! Okay, ich leg mich hin! Runde! Wunderbar! Ich bin hier nur spazieren gelaufen! Was war denn? Und das habe ich aber anders gesehen! Ich bin hier spazieren! Mir ist so, als wenn ich sie eben bei der Bank gesehen hätte. Wer ist das denn da? Ich bin hier spazieren gegangen, frische Luft schnappen. Herzlichen Glückwunsch, Digga. Ab sofort krass. Ich hoffe, du lässt die Seife nicht fallen, Digga.